Der Weg zu deiner inneren Heimat. Hinter dem Satz, jedem geschehe nach seinem Glauben, steckt ein großes, universelles Gesetz. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Deine Gedanken sind die Ursache, deine Lebensumstände die Wirkung. Du verstehst allmählich, wie wichtig es ist zu wissen, was deine ständigen Gedanken erzeugen und welche Kraft du ihnen gibst. Willst du deine Lebensumstände verändern oder etwas erreichen, dann trainiere deinen Geist. Indem du einen Gedanken ständig wiederholst, wird er ein Teil von dir. Nimm eine Haltung ein, in der du dir vorstellst, dass es schon so ist, wie du es haben möchtest. Somit veränderst du dich selbst und erschaffst, was du dir wünschst. Dein Charakter ist kein Zufallsprodukt, sondern ein Ergebnis steter Bemühungen. Wenn du schüchtern, unsicher, überängstlich, unschlüssig bist oder dich vor möglichen Gefahren vereinnahmen lässt, dann ruf dir ins Gedächtnis, dass nicht zwei Dinge am selben Ort existieren können. Ersetze ängstliche, begrenzende, auf Mangel gerichtete Gedanken durch Gedanken des Mutes, der Stärke und der Selbstbestimmung. Durch eine einfache Affirmation von Frederick Elias Andrews wird der positive Gedanke den negativen ersetzen. So wie das Licht die Dunkelheit vertreibt. Die Affirmation lautet: Ich bin ganz, vollkommen, stark, kraftvoll, liebevoll, harmonisch, glücklich und dankbar. Du hast also die Werkzeuge in der Hand, um in deinem Leben Leid oder Freude zu ernten. In der 10. Übung lernst du, dich noch mehr zu konzentrieren, indem du dir eine Blume so genau wie möglich visualisierst. Die Herausforderung diesmal ist es, dir vorzustellen, wie du ihren Samen in die Erde setzt und das Wachstum der Blume beobachtest. Begib dich an deinen ruhigen Ort und setze dich aufrecht und bequem hin. Stell dir die Blume vor, die dir am besten gefällt, und lass sie langsam vor deinem inneren Auge wachsen. Du legst den winzigen Samen dort in die Erde, wo er die ersten Strahlen der Morgensonne bekommt. Du kümmerst dich darum und bewässerst ihn. Sieh dabei zu, wie der Same aufspringt. Er ist ein lebendiges Wesen. Er atmet und sucht nach Nährstoffen. Schau, wie die Wurzeln die Erde durchdringen und sich in alle Richtungen ausstrecken. Denke daran, dass die Pflanze durch Zellteilung wächst. Lebende Zellen, die sich teilen und teilen und teilen. Bald werden es Millionen sein. Und jede Zelle ist auf ihre Weise intelligent. Sie weiß, was sie braucht und wie sie es bekommt. Beobachte, wie sich der Sprössling durch die Erdoberfläche stößt und wächst. Langsam bilden sich die Blätter. Danach formt sich die Knospe.
Nach einer Weile beginnt diese sich zu öffnen und deine Lieblingsblume erblüht. Du betrachtest mit Freude die Blüte in ihrer vollen Pracht. Stell dir vor, wie eine leichte Brise aufkommt und die Blüte bewegt. Ein leichter Duft steigt in deine Nase. Sobald dir die bildliche Vorstellung der Blume klar und deutlich gelingt, bist du in der Lage, in das Wesen aller Dinge einzutreten. Du wirst ein sehr klares Gespür dafür entwickeln und lernen, dich zu konzentrieren. Der Ablauf ist immer der gleiche, egal ob du dich auf Wohlstand, Gesundheit, einen Idealzustand oder andere Lebensbereiche konzentrierst. Der Erfolg kommt durch beharrliche Konzentration auf das Zielobjekt zustande. Nun wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.